Jedes Mal, wenn sich eine Feeherde Berlin näherte, wurde das Stadttor geschlossen. Nur eine kleine Pforte blieb offen, durch die jedes Tier einzeln hindurch musste, damit der Torschreiber die Herde zählen konnte. Nach der Anzahl wurde die Schlachtsteuer berechnet. Natürlich hielt eine solche Prozedur den Verkehr auf, und eilige Leute, darunter auch der Vertreter der englischen Lokomotivfabrik Stepp Hansen, der am Potsdamer Tor durch eine Hammelzählung aufgehalten wurde, regten sich furchtbar darüber auf. Aber nicht nur der Vertreter der englischen Lokomotivfabrik ist ärgerlich über den Aufenthalt. In der gleichen Stimmung befinden sich auch die Fuhrleute und Maschinisten, die mit einer amerikanischen Norris-Lokomotive der Berlin-Potsdamer Eisenbahn nach Berlin hinein wollen, um sie in den Werkstätten von August Borsig reparieren zu lassen. Dick und Dag kehren von einer Besorgung außerhalb der Stadt zurück und warten ebenso ungeduldig wie alle anderen auf das Ende der Zählaktion. Als die Hammel vor dem Tor überhaupt nicht weniger werden wollen, obwohl schon eine ganze Weile gezählt wird, gehen die Dicke Dags zum Schäfer und fragen ihn, wie groß denn seine Herde eigentlich sei. 157 sind schon durch, und draußen stehen noch 264. Du meine Güte, das sind ja 421 Hammel. Auch der englische Vertreter will wissen, wie viele Hammel denn da noch kommen, und schaut durch das Gittertor. Heaven, das sind ja noch mindestens 1000 Stück, ruft er erschrocken. Das hört Dick. Wollen wir wetten, dass es insgesamt nur 421 sind? Wonderful, da ist ja endlich jemand, der mit mir wetten will. Also, ich wette, dass es 1000 sind und setze 5 Pfund. Top. Ich setze 100 Taler und wette, dass es noch nicht einmal 500 sind. Endlich ist der letzte Hammel durch das Loch gesprungen. 421, notiert der Torschreiber. Komm, Dag, wir springen hinterher. Das Tor wird doch nicht gleich geöffnet. Hoffentlich ist es nicht verboten, dieses Loch für den Personenverkehr zu benutzen. Pa, was ein Hammel darf, dürfen wir schon lange. Und nun mit Schwung alle zahlt hopp. Die Dicke Dags purzeln dem Torschreiber genau vor die Füße. 422, 423, zählt der seelenruhig weiter. Haben Sie sich auch nicht verzählt? Ja, ich merke, ich habe zwei Hammel zu viel aufgeschrieben. Ich vermute, dass es etwa 1000 Schafe gewesen sind, Herr Torschreiber. Wo denken Sie hin? Es waren noch nicht einmal die Hälfte. Etsch, was habe ich gesagt? Ich habe die Wette gewonnen, Mister. Gratuliere, Dick. Hier ist das Geld. Die Hammelherde trottet stadteinwärts, und das Tor wird nun geöffnet. Die beiden Lokomotivtransporte sollen eilig hindurch, geraten dabei aber so heftig aneinander, dass sie nicht mehr vor und zurück können. Die Männer auf beiden Seiten sind wütend. Könnt ihr denn nicht warten? Schreit der Engländer den Maschinisten der Nums-Lokomotive an. Ihr kommt schon noch rechtzeitig zu Borsig, diesem armseligen Kesselflicker. Der Kesselflicker wird euch mit seiner Maschine bald beweisen, was er kann. Haltet mich fest, ich falle um vor Lachen. Borsig will den weltbekannten Stepp Hansen ausstechen. Das gelingt ihm nie und nimmer. Da mischt sich Dag ein. Wollen wir wetten, dass es ihm doch gelingt? Ich setze 200 Taler. Ich bin einverstanden und setze 100 Pfund dagegen. Aber überleg es dir genau, Dag, denn deine Taler sind so gut wie verloren. Das werden wir sehen, also top, die Wette gilt. Mit großer Mühe werden die Maschinen auseinandergerückt, damit sie endlich weiterfahren können. Solche englischen und amerikanischen Fabrikate verkehren als einzige auf den wenigen deutschen Eisenbahnlinien, denn noch gibt es in Deutschland keine Lokomotivfabrik. Borsig will in Berlin den Anfang machen. Ich finde, es war ein wenig leichtsinnig von dir, diese Wette vorzuschlagen und gleich deine gesamten Ersparnisse aufs Spiel zu setzen, Dag. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Wir fahren gleich einmal zu Borsig und schauen uns alles an. Der Transport muss ganz Berlin durchqueren, um dorthin zu kommen, denn die Maschinenfabrik von August Borsig liegt an der Chausseestraße vor dem Oranienburger Tor. Als sie dort ankommen, erleben die Dicke Dags eine unangenehme Überraschung. Der Pförtner jagt sie fort, weil er wegen der Gefahr der Spionage keine fremden Personen auf das Werksgelände lassen darf. Damit habe ich nicht gerechnet, was nun? Ich möchte doch zu gerne wissen, worum ich eigentlich gewettet habe und wie meine Aussichten sind. Ah, da ist ja ein Loch im Zaun. Los, schnell hindurch, hoffentlich sieht uns keiner. Piest, Vorsicht, Dag. Komm rasch in dieses Rohr, damit uns die beiden Arbeiter nicht entdecken. Dick und Dag haben ihr Versteck nicht gerade glücklich gewählt, denn ausgerechnet dieses Rohr verladen die Arbeiter auf ihren Handwagen und schaffen es in die große Werkhalle. So in einem Rohr zu stecken ist nicht just beneidenswert, merkt man überdies mit Schrecken, dass man in die Schmiede fährt. Dick und Dag ist nicht zum Lachen,
weil sie stark die Sorge plagt, was wird man mit uns nur machen, war das nicht zu viel gewagt? Es ist doch allerhand, wie schwer so ein einfaches Eisenrohr manchmal sein kann. Det ist mir vorhin schon aufgefallen, Willi. Die Arbeiter denken nicht weiter darüber nach und rollen das Rohr vom Wagen, was für Dick und Dag sehr unangenehm ist. So, Willi, nu müssen wir det Ding hochziehen, denn et soll ja als Schornstein oben auf die Maschine. Na, denn man zu, Fritze. Was die alles mit uns anstellen. Aber wir dürfen uns ja nicht muck sehen, Borsig würde uns gewiss für Spione halten. Na, Willi, det haut hin, wa. Aber eisern. Passt, wackelt und hat Luft. Wir können det Ding gleich festnieten. Willi und Fritze dreschen mit ihren Hämmern drauf los, was das Zeug hält. Den Digedachs vergeht bei diesem Lärm hören und sehen. Wir werden jetzt die Maschine einmal probeweise anheizen, um zu sehen, ob der Schornstein genügend Zug hat, sagt der Meister. Aber das Feuer will nicht recht brennen. Es entsteht nur ein fürchterlicher Qualm, der aber nicht aus dem Schornstein, sondern aus der Feuerbüchse kommt, sollte das Werk misslungen und eine Fehlkonstruktion sein. Denkt der Meister bestürzt. Da wird ja wat los sein, wenn Borsig sieht, det war ihm die Maschine vermurkst haben. Aber ich habe mich doch genau nach seinen Zeichnungen gerichtet. Unmittelbar darauf löst sich das Rätsel. Die Digedachs können es nicht länger in der verqualmten Röhre aushalten und kommen schwarz wie ein paar Schornsteinfeger herausgekrabbelt, dem Meister verschlägt es die Sprache. Schließlich fasst er sich. Ja, sagt einmal, was fällt euch denn eigentlich ein? Bitte, seien Sie uns nicht böse, Herr Direktor. Wir sind bestimmt keine Spione, es ist nur eine Wette schuld daran. Wir haben behauptet, dass Borsigs Maschine besser sei als die von Stephenson und wollten uns davon überzeugen. Ich will hoffen, dass ihr eure Wette gewinnt. Voller Zuversicht verlassen die Digedachs die Maschinenfabrik und begeben sich wieder in die Stadt. In der Friedrichstraße sehen sie ihren Wettpartner wieder, der gerade das Hotel Englischer Hof verlässt, in dem er wohnt. Neben dem Eingang lehnt schläfrig der Eckenstern nannte, und auf dem Bürgersteig spielen ein paar Kinder mit Murmeln. Der Herr aus England hat es sehr eilig und übersieht leider ein paar von den bunten Kullern, die überall herumliegen. Er kann nur noch da mich nochmal sagen und fällt hintenüber. Plautz. Sitzt er da? Nannte erwacht aus seiner Ruhe und bemerkt tiefsinnig, schon wieder ihn Ausländer, der sich in Berlin niedergelassen hat. Unterlassen Sie Ihre dummen Bemerkungen und helfen Sie mir lieber. Dick und Dag sind schon zur Stelle. Lassen Sie sich nicht mit Nante in einen Streit ein, Mister. Sie ziehen dabei den Kürzeren. Ja, ich habe schon gemerkt, dass die Berliner mit ihrem losen Mundwerk immer das letzte Wort haben müssen. Wollen wir um 10 Taler wetten, dass es uns gelingt, eine echte Berlin-Ehrin sprachlos zu machen? Diese Wette verliert ihr? Das schafft ihr nie und nimmer. Die Digedachs steuern schnurstracks auf eine Eierfrau am Molkemarkt zu. Haben Sie frische Eier, gute Frau? Nee, meine Hühner legen bloß ganz uralte. Na ja, geben Sie uns ein Dutzend, aber große. So groß wie eure Eierköpfe sind es eh leider nicht. Ich muss doch einmal probieren, ob sie auch wirklich frisch sind. Nanu, was ist denn das? Wie kommt dieses Goldstück in das Ei? Da staun, ich abhal, vielleicht ist det bloß so'n komischer Zufall. Nein, nein, liebe Frau, kein Zufall. In diesem Ei war auch ein Goldstück. Sie sind reich, ihre Hühner legen goldene Eier. Nu bin ich aber wirklich sprachlos. Wir haben die Wette gewonnen, Mister. Sie hat selber gesagt, dass sie sprachlos ist. Ihr seid ein paar schlaue Burschen. Als sich die drei zum Gehen wenden, schlägt die Frau ein Ei nach dem anderen auf, in der Hoffnung, Goldstücke zu finden. Natürlich findet sie nichts, weil die Digedachs sie mit einem Taschenspielertrick hineingelegt haben. Sie schimpft, wie eine Berliner Marktfrau nur schimpfen kann. Sehr lange war sie aber nicht sprachlos. Darum haben wir auch nicht gewettet. An solch einem schönen Lindensommertag am Strand der Spree ist die große Welt zu finden, auf der Straße unter den Linden oder dort im Stammeife. Mancher eilt zu diesem Zwecke mit drei Wünschen nur im Sinn: Kaffee, Sahne und Gebäcke zur berühmten Kranzlerecke an der Friedrichstraße hin. Eine Arie von Rossini, die man in der Oper hört, summt der Komponist Spontini, und der Geiger Paganini ärgert sich, weil ihn das stört. Hirsche hat vor seinen Wagen der Fürst Pücker angespannt, dessen Eis ist für den Magen eine Wonne, kann man sagen, und darum auch weltbekannt. Ganz besonders ist kein Mangel hier an hohem Militär, eben hat der alte Wrangel einen Fähnrich an der Angel, der gern ausgekniffen war. Dick und Dag erscheinen eben, als ein Herr sie schon erspäht. Meister Menzels Striche geben beide, wie sie sind und leben, wieder als ein Prachtporträt. Das war eine ausgezeichnete Idee von euch, mit mir hierher zu gehen,
Was wollen wir denn bestellen? Etwas Erfrischendes müsste es sein. Fürst Pückler, der am Nebentisch sitzt, wird aufmerksam. Wenn ich den Herrschaften einen Vorschlag machen dürfte, probieren Sie bitte das Original Fürst Pückler Eis, eine Spezialität des Hauses, von mir selbst erfunden. Die Digidaks bedanken sich für den freundlichen Rat und bestellen 3 Portionen halbgefrorenes. Während der Kellner das Verlangte bringe, wird auf der Straße in einem wahren Triumphzug Borsigs soeben fertiggestellte erste Lokomotive vorübergezogen. Na, was sagen Sie dazu, Mister? Fertig ist sie schon. Ja, aber erst muss noch bewiesen werden, dass sie besser ist. Vielleicht fährt sie überhaupt gar nicht, hören Sie zu, Mister. Wenn Borsig einverstanden ist, soll Ihre Lokomotive mit seiner zwischen Berlin und Jüterbock um die Wette fahren. Großartig, das ist ja eine neue Wette. Ich setze noch einmal 50 Pfund auf den Sieg meiner Lokomotive. Und ich setze 10 Taler, unser letztes Geld, auf Borsigs Sieg. Dick und Dark machen sich mit dem Mister aus England auf den Weg zum Potsdamer Bahnhof, wo man gerade dabei ist, die Lokomotive auf das Gleis zu setzen. Borsig sieht hier persönlich nach dem Rechten, umgeben von vielen Neugierigen, die Vergleiche zwischen seiner und der englischen Maschine anstellen. Heute noch sollen die ersten Probefahrten stattfinden. Der Engländer schlägt Borsig eine Wettfahrt für den morgigen Tag vor. Sagen Sie ja. Wir haben auf Ihren Sieg gewettet. Bitten die Digidaks. Borsig ist mit der Wette sofort einverstanden. Wonderful. Da ich der Herausforderer bin, gebe ich Ihnen 10 Minuten Vorsprung. Wenn ich den noch vor Jüterbock aufhole, haben Sie natürlich verloren. Sie lassen uns doch mitfahren, nicht wahr, Herr Borsig? Das geht leider nicht, seht mal, die Lokomotive ist noch neu, und es könnte doch mancherlei passieren. Der große Augenblick ist da. Borsig und einer seiner tüchtigsten Monteure besteigen den Führerstand der Maschine. Und wir sollen hier auf Sie warten. Niemals. Vergleichen wir die Uhren, Mr. Thompson. Ich habe es 10 Minuten nach 10. Stimmt, Sie fahren also um 10:45 los. Ich komme um 5:30 hinterher. Um 11 habe ich Sie bestimmt eingeholt. Auf die Sekunde genau erhält Borsig das Zeichen zur Abfahrt. Ein schriller Pfiff, die Ehrengäste rufen Hurra und winken, dann setzt sich die Maschine in Bewegung. Die Digidaks sind nirgends zu sehen. Vermutlich sind sie schwer beleidigt weggegangen. Das ist auch Borsigs Meinung. Vielleicht bin ich etwas zu streng zu ihnen gewesen. Aber es ist besser so. Niemand ahnt, welch gutes Versteck Dick und Dark gefunden haben, um doch noch mitfahren zu können. Die werden staunen, wenn wir auch da sind. Sehen Sie mal, Chef. Was hängt denn da von dem Ast herunter? Das sieht so aus wie ein Bienenschwarm. Hoffentlich kommen wir unbehelligt darunter weg. Leider ist der Schornstein ein wenig zu hoch. Die belästigten Bienen geraten in fürchterliche Wut. Du, Dick, wir müssen den beiden helfen, auch wenn's uns schadet. Sie geben das Rennen womöglich auf, wenn die Bienen nicht von ihnen ablassen. Du hast recht, Dark. Wir dürfen unsere Wette nicht wegen dieses dummen Zwischenfalles verlieren. Dick und Dark reißen ein paar Stücke von der um den Schornstein gewickelten Girlande ab und kriechen zum Führerstand. Husch, husch fort mit euch, ihr Plagegeister, ihr sollt uns nicht um den Sieg bringen. Dicks heftiges Wedeln hat Erfolg. Das war Hilfe zur rechten Zeit. Wenn ihr euch weiter so nützlich macht, war es doch ein großes Glück, dass ihr mitgekommen seid, ihr Frechdachse. Ich glaube, wir können gleich wieder unsere Nützlichkeit beweisen. Schauen Sie nur mal nach vorn. Es darf weder durch Bremsen noch durch Anhalten Zeit verloren werden. Das ist ja klar. Lassen Sie uns nur machen. Wir werden dafür sorgen, dass diese Rindviecher überhaupt nicht mit unseren Puffern in Berührung kommen. Das Mittel ist einfach. Die Ochsen und Kühe, die zuerst mit trotzig gesenkten Hörnern dem fremden Ungeheuer den Weg versperren wollten, ergreifen vor den schrecklich zischenden Dampfstrahlen die Flucht. Voll Dampf voraus, Herr Borsig, die Strecke ist wieder frei. Der Hirt ist erbost. Mit diesem verfixten neumodischen Kram jagen sie meine Herde sonst wohin. Fass zu, Nero, zeig's ihnen. Nero lässt sich das nicht zweimal sagen. Er ist ebenfalls mächtig aufgebracht. Lass meinen Frack los, schreit Borsig wütend. Ein paar gut gezielte Kohlebrocken sollen dieser Aufforderung Nachdruck verleihen. Aber um den Frack ist es bereits geschehen. Der rabiate Kläffer hätte mich beinahe von der Maschine heruntergezerrt. Hoffentlich hat er genug von der Eisenbahn. Borsig und seine Mannschaft können nicht ahnen, was sie in einem kleinen Dorf kurz vor Jüterbock erwartet an die Spritze, ihr Männer. Beeilt euch, sie kommen. Wir werden es schon verhindern, dass uns diese Funkenpuster die Häuser in Brand stecken. Wenn sie heran sind,
geben wir ihnen einen Strahl in den Schornstein. Dann geht ihnen das Feuer aus. Es gibt überall im Lande noch viele Gegner der Eisenbahn. Diese hier wollen sie besonders radikal bekämpfen. Oh, wie hinterlistig. Was machen wir nur? Los, den Schürhaken her, Dick. Wir bauen rasch einen Schirm für den Schornstein. Die Diggedacks handeln in fieberhafter Eile. So, nun kann es klappern, so viel es will. In ein paar Sekunden sind wir sowieso aus der Reichweite des Strahls. Potz, Hackebeil und Feuerhorn, nun ist uns dieses Dampfrost doch noch entwischt. Aber wartet nur, das nächste Mal sind wir besser auf der Hut. Wir werden dann nicht mehr in den Schornstein spritzen, sondern ins Feuerloch. Ja, so machen wir es. Bald darauf erblicken die vier Rennfahrer vor sich die Türme und Dächer von Jüterbock. Wir haben gesiegt, jubelt Dark. Das ist nicht gesagt, meint Borsig zweifelnd. Wir wissen nicht, ob wir unseren Vorsprung von 10 Minuten gehalten haben. Immerhin ist man so schnell gefahren, dass die vorzeitige Ankunft für das Festkomitee völlig überraschend kommt. Der Männergesangverein und die Feuerwehrkapelle von Jüterbock legen aufs Geratewohl los. Der Bürgermeister versucht zu reden, die Schulkinder schreien hoch, die Schützengilde schießt eine Ehrensalve, dazwischen pfeift die Lokomotive kurzum, es entsteht ein schreckliches Durcheinander und ein noch schrecklicherer Lärm. Ganz Jüterbock scheint aus dem Häuschen geraten zu sein. Endlich kann sich der Bürgermeister Gehör verschaffen und begrüßt Borsig mit den Worten, Welcome to you, Mister. Darauf Borsig, da müssen Sie noch ein wenig warten. Die Engländer kommen gleich. Die Diggedacks halten schon voller Ungeduld Ausschau nach ihnen. Aber es vergeht fast eine halbe Stunde, ehe sie melden können, Achtung, sie kommen, sie kommen. Die sportliche Fairness verbietet es, einen besiegten Gegner auszulachen, auch wenn die Umstände seiner Niederlage noch so komisch sind. Beherrscht euch gefälligst, sagt Borsig zu den Diggedacks. Uns hätte es um ein Haar genauso ergehen können. Was ist Ihnen denn nur widerfahren, M.A. Thompson? Wir wurden während der ganzen Fahrt wahrhaftig vom Unglück verfolgt. Zuerst überfiel uns völlig grundlos ein Bienenschwarm, dann stürzte sich ebenso grundlos ein Hund auf mich und zerriss mir den Frack. Zu guter Letzt löschte uns eine Feuerwehr das Feuer unter dem Kessel aus. Bei so viel Pech muss man ja verlieren. Aber ich sehe, Sie sind von alledem auch nicht verschont geblieben. Dann war also wohl doch Ihre Maschine besser. Ich gratuliere Ihnen zu dem Sieg, Herr Borsig. Dankeschön, M.A. Thompson. Und euch Glückspilzen gratuliere ich auch. Ihr habt da einen schönen Haufen Geld gewonnen. Was werdet ihr damit anfangen? Damit können wir bestimmt noch manchem helfen. Weiter geht es mit dem Turnier zu Venedig. Serie Ritter Runkel. Im Jahre 1284 trifft Ritter Runkel von Rübenstein mit seinen beiden Knappen Dich und Dag in Venedig ein. Er ist auf der Suche nach einem Schatz im Morgenland. Für seine Fahrt dorthin fordert er von dem neu gewählten